sind in der Grube in Zielitz, ca. 700 Meter unter Tage. Die Maschine, das ist ein Centwig LH621. Das ist ein Lader mit einer Kapazität von 21 Tonnen. Der größte, den wir hier unter Tage haben. Es ist ein wahres Kraftpaket. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Die 21 Tonnen, die der Lader vorne in der Schaufel hat, das ist ungefähr so viel wie draußen über Tage ein Dreiachser-Sattelkipper hinten drauf hat. Meine Aufgabe mit dem Lader ist, das Salz aus dem Abbau zur Kippstelle zu bringen und zu fördern. Im Bergbau wird immer motorseitig gefahren, weil die Schaufeln eben extrem groß sind und man sieht nichts. Deswegen wird motorteilseitig gefahren und erst kurz vor dem Abbau oder kurz vor der Kippstelle wird eben gewendet und dann schaufelseitig gefahren. Also der Lader, der hat 520 PS. Die Kraft ist Wahnsinn, also es wird ja ansteigend gefahren und das schafft er, sagen wir, ohne Probleme. Einfach super. Also die Maschine hat eine Waage drin und somit weiß ich, was ich in der Schaufel drin hatte und weiß am Schichtende, wie viele Tonnen ich befördert habe. Es gibt Temperaturen hier unten bis zu 50 Grad, was unter Tage eben sehr vom Vorteil ist. Dieser Lader hat auch eine Klimaanlage. Wenn wir einfahren, gehen wir zum Personenbahnhof, von da aus fahren wir mit dem Auto ins Revier. Dann wird die Maschine übernommen, die steht auf dem Wartungsplatz. Dann wird eben technischer Dienst gemacht, wird getankt und dann geht es in den Abbau. Freunden und Bekannten erklären, wie es unter Tage ist, ist schwer. Ich selber könnte mir auch nicht vorstellen, wie es ist unter Tage. Das muss man einfach gesehen haben. Ich bin Quereinsteiger. Ich bin vom Beruf Baumaschinist. Ich hatte die Arbeit mit großen Maschinen schon immer. Als kleiner Junge habe ich das schon fasziniert und da bin ich hier genau richtig.